Ja, seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, nachdem wir hier ein bisschen was gefunden haben, Krokodile, Knochenkrieger, ein paar Pflänzchen und sowas, mache ich mal hier an dieser Stelle weiter und gucken, ob es hier noch irgendwie weiteres Getier gibt an Krokodilen. Zwar diesseits vom Fluss, von diesem kleinen Bächlein hier. Ob es jetzt hier ein paar Pflanzen gibt oder so, da war wieder was. Ist jetzt egal. So, jetzt mal ein bisschen hin und her. Man kann an der Schrift erkennen, wie weit es weg ist. Aha, da ist ja noch mehr. Das Ding ist sehr weit weg. Doch nicht. Ah, kommt an. Machen wir doch mit links hier. So, und da hinten hatten wir ja noch ein... Was ist das? Ein Leopard wieder? Oder was ist das? Ein Urlöwe. Okay. Ich sollte mal speichern. So, Urlöwe. Bleib mal stehen. Mal gucken, inwieweit du... Okay. Ah, schade. Schon wieder gestorben. So, mal gucken, ob du hier feuerresistent bist. Was war das? Oh, jetzt bleibe ich auch noch hängen. Okay. Ich hatte nur zwei Feuerstürme. Deswegen. Leider. Und noch ein Giftpfeil. Zähes Krokodil hatten wir schon. So, wie geht's weiter? Jetzt hatten wir nochmal zähes Krokodil. Was verbirgt sich hier noch? Aha, hier schließt sich der Kreis. Okay, speichern. So, an dieser Stelle habe ich meine Pause machen müssen, weil mir aufgefallen ist. Ich habe ja die erste Folge aufgenommen und da war ein leichtes Echo drin. Also nur in dem Spiel, aber nicht von meiner Stimme. Ich hoffe, dass es jetzt weg ist. Das war irgendeine Einstellung von OBS. Da ist irgendwas fehlgeleitet. Aber trotzdem gucken wir mal, was es hier weiter gibt. Ich muss natürlich wieder hier meine Waffe neu beladen. Ja, Fehlerfindung ist immer ein bisschen schwierig. Und so, Giftpfeilchen. So, und dann gucken wir mal weiter. Weil es gibt ja hier noch mehr. Irgendwo noch mehrere. Wie heißen sie hier? Zähe Krokodile. So, okay. Die kann ich aber schön mit dem Teil hier wegmachen. Ah. War knapp. War noch ein bisschen ruckelig. Ah, da werde ich mal gleich was essen. Nicht nur diese Waldbeere hier, sondern auch gleich mal richtig was essen. Gut. Jetzt gucken wir mal weiter. Was es hier noch so gefährliches an Zeug gibt. Jetzt sind wir wieder hier am Ufer. Gibt es noch zähe Krokodilchens. Aber weiter weg. Okay. Aber hier gibt es noch welche. Okay. Na? Komme ich hier nicht durch? Tatsache. Es ist sowas Beklopptes. Einige Pflanzen sind hier ein bisschen undurchdringbar. Das finde ich aber nicht schlecht. Das macht die Sache noch ein bisschen besser. So, noch was? Da hinten ist noch einer. Ha, wieder völlig daneben gehauen. Das ist wohl die Seite der Krokodile hier, ne? Nur zähe Krokodile. Oh, ich höre noch einen Schattenläufer. Der kommt auch nicht durch. Der kommt da auch nicht durch. Da kommt doch mal ein Pfeil da durch. Ja.
Oh nee, ne? War das knapp. Okay. Okay, hier geht's irgendwie lang. Schau einer mal guck. Hier ist ein Tunnel. Ich habe fast das Gefühl, dass der Tunnel irgendwie nach oben geht. Komme ich hier nicht hoch? Ah, Moment. Gucken. Nein, nicht so ganz. Oh, jetzt noch jede Menge Waldbeeren. Völlig verpasst. Noch eine Waldbeere. Ja. Wieso gibt es denn hier keinen Eremit, der mir irgendwie was verkaufen kann? Irgendwie eine Art. Und wie komme ich da oben hoch? Das ist ja aber echt dull. Blut ich etwa? Ich glaube, ich muss was essen. Da ist Blut nämlich von mir dran. So, das soll jetzt mal reichen. Ja, das war komisch. Komm hier nicht hoch. Nee. Das brauche ich auch nicht weiter versuchen. Moment, geht's hier irgendwie noch? Nee, hier geht's nicht hoch. Also, so weiß ich jetzt aber auch. Musikwechsel. Okay, dann gehen wir wieder zur Stelle hin, wo wir eben da stehen geblieben sind. Oder muss ich hier irgendwie entlang? Oh, Freunde, da ist hier ein Dickicht. Nee. Hier komme ich zwar hoch. Aber, nee. Nee, nützt nichts, komme ich nicht lang. Okay. Ach ja. Heilpflanze. So, ich muss mich immer reorientieren, wo wir sind. Da hinten ist noch mein Heim. Gucken, ob er durch die Büsche kommt. Kommt auch nicht durch die Büsche. Oh, das, ich dachte, das war. Das dachte ich echt, das war es schon gewesen. So. Deswegen sage ich ja, gut, dass es diese Pflanzen mal klippen, ne? Oh, dieser Finger, dieses Fingergewächs kommt auch nicht, komme ich auch nicht durch. Leute, noch ein zähes Krokogator-Tier. Da würde ich mal sagen. So, mal schauen. Ah, Mist. Vollständig vertan hier. Ich dachte, er würde so clever sein. Clever. Und sich hier verfangen. Hat er aber nicht gemacht. Gut, dann geht's gleich weiter. Mal speichern. Und mal gucken, was es noch gibt. Auch noch Giftwespen. Noch ein zähes Krokodil. Was ist näher? Bist du näher oder was? Da ist das Ding auf der anderen Flussuferseite. Oh, jetzt bin ich da runtergerutscht. Okay. Oh, 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 oh! Da ist ein Dings. Scheiße. Sorry. Da rutschte so ein Heinster. Ja, genau, das meine ich. Oh. Da rutschte doch so ein... Ah! Bleib ich überall hängen hier. Ist der einfach rübergekommen hier, der... Wie heißt der nochmal? Skelettkrieger? Jetzt bin ich wieder in der Höhle, wo ich nicht hochkomme. Mann, oh Mann, oh Mann. Ah ja, da ist auch das Gestrüpp dort.
Menno, Menno, Menno. Ja, hier komme ich natürlich nicht durch. Clever gemacht. Die Giftfliege lasse ich aber mal liegen da. Und ich meine, hier wäre irgendwie noch eine Heilpflanze gewesen, aber... Ja, da ist er. Josef. Eins nicht mag, dann ist es so zugewuchertes Zeug. Komme ich da durch? Okay. Oh, war das knapp. Das war echt knapp. Super. Lass mal ein bisschen was futtern. Okay. Ach, hier ist ja die Brücke. Ne, hier ist eine Brücke. Ist das die Brücke, die ich denke, dass hier ist? Aha. Okay, da ist ein Knochenkrieger. Aber hier oben? Wohl eher nicht. Gut. Okay, Hier haben wir wieder sowas. Hier haben wir noch ein zähes Krokodil. Hier hängt was runter. Treffe ich wohl nicht. Oh, das ist ziemlich weit weg. Guck, was sich hier versteckt. Noch mehr Schattenläuferches. Mampft der da an was? Okay. So stark sind Menno. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, gebratene Ziegenfleischkeule, ne? Habe ich noch welche gehabt? Zähes Krokodil, ja. Ja, sehr zäh. Oh, hallo. Herr Schmidt. Oh, komm. Also, gucken. Kann man ja. Bleibt da wieder ruhig. Ach, Mann. Ach, Mann. Biene. Nee, eine Wespe, eine blutige. Ja. Eine wilde Giftwespe. Noch irgendwas hier beim Baum versteckt. Hey, ich kann hier durch. Hol die Wurzeln. Okay. Bin bestimmt wieder am Bluten. Bin ich schon wieder hier am Ufer am Rumhängen. Oh, Leute, wo bist du? Okay. Gut. Wir haben ein bisschen was gefuttert. Jetzt warten wir mal da durch. Okay. Jetzt ist die Wespe weg. Wieder ein Leopard. Oh, nee, ne? Ich kann auch nirgendwo hinklettern oder sonst irgendwie was. Oh, nee! Wieder gestorben. Gut, ein bisschen was gegessen. Und, gucken. Oh!
Da hinten ist noch so ein Heinz. Mann, oh Mann, noch einer. Mann, oh Mann. Okay, dann machen wir einen ganz langsamen Lockinger. Und zwar zuerst ihn hier. Ah, Geschwindigkeitsring. Mann. Gucken, hat er mich schon? Der nicht, aber der andere. Na, jetzt hat mich der hier. Neues mit dem anderen hier. Ja, hat er mich auch wieder erwischt so ein bisschen. Okay. Wie sieht's denn hier sonst aus? Sonst ist alles frei. Bis jetzt. Oh nein! Wieder so ein Krokogator. Okay. Feuer. Gibt's denn hier nicht mal was Wertvolleres? Dass hier mal so Truhen oder irgendwelche Sachen hier rumliegen, so von wegen, ah, ein paar Sprüche, ein paar Tränke, das wäre doch schön. Aber hier nur wertlose Kräuter, die nicht viel bringen. Ah, Mann! Wieder einen Schlag einstecken müssen. Oh, ich könnte K.O.T.Z. nehmen. Und noch ein Krokodil. Zweier sogar, glaube ich, ne? Ja, also jedenfalls sieht das aus, als lägen da Zweier. Übelst. Ess ich mal was. Tja. Mein Tränken sieht's auch nicht mehr gut aus. Ah, hier gibt's auch leider keinen Eremit. So, die Giftwespe. Die ist jetzt hin. Da hinten sind zwei Zehkrokodile. Wobei ich versuche jetzt mit den vorderen hier genau richtig. Super. So, dann war da hinten auch noch einer. Speichern. Da ist es. Das Zehenkrokodil. Noch was hier irgendwo in der Umgebung? Nein. Okay. Du sollst die Waffe ziehen hier! Also, dann drücke ich dann die 1 und dann setzt er nur irgendwie an. Die Waffe wegzustecken, also den Bogen, und dann trotz führt er die Annie nicht aus. Okay, auch das ist erledigt. Ja. Oh, ein Krokodil. Ich sehe echt schlecht aus. War hier noch was? Nein. So, 1 gedrückt. Ah, Mann! Oh, sorry. War ja sehr laut. Okay, dann haben wir das hier auch erledigt. Eine Feuernessel. Hallo. Das zieht sich hier. Das zieht sich. Oh.
Hä? Bin ich jetzt in einen Kreis gefahren? Nee. Und hier ist noch so ein Teil. Ich mampf lieber mal was. Besser ist. Oh, da sind noch zwei von den Leuten. Drei von den Leuten. Oh, nee, ne? So, Achtung, fertig. Ah, siehste? Das ist so übel. Da muss man den richtigen Abstand finden und dann zuhauen. Ein Kombo geht nicht. Und dann braucht es zu lange. So, hier ist noch eins. Nein, beide! Nein, 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 nein! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh! Wo laufe ich hin? Ja, ich glaube, ich kann das jetzt haken. Ich glaube, ich kann das jetzt haken hier. So knapp. Jetzt stehe ich hier wieder vor dem Portal und da hinten ist die Truhe und das... Das werde ich gleich mal feststellen, was das gleich ist. Ah, oh Mann, ich bin hier echt mitten im dichten Dickicht hier. Oh, no. Oh ja, da ist der kräftige Leopard. So, da ist er hier. Da ist der C1 hier. So, sofort umswitchen. Na, was soll denn das? Also wirklich komisch, das alles. Was es hier irgendwie mit dem Kampfsystem auf sich hat. Mann, oh Mann. Nee, da komme ich nicht durch. Da ist, glaube ich, ein Baum davor. Ich bin doch aus der Richtung gekommen, um die Truhe hier aufzumachen. Wahrscheinlich wieder neu gespawnt. Okay. Zwei Stück. Jetzt gucken wir uns mal ganz genau an, was hier los ist. Also, wir haben hier drei zähe Krokodile, dann da oben eine wilde Giftwespe, hier ist ein kräftiger Leopard. Sodele, also da ist ein zähes Krokodil, dann hier und glaube irgendwo noch hier, da war ja noch eins. So, okidoki. Der hat mich schon mal gewittert. Ein bisschen habe ich einstecken müssen. So, dann werde ich mal abspeichern. Okay, machen wir folgendes. Jetzt gucken wir mal die Abstände an von den beiden. Da ist eins und... Na. Ach, zwei Stück auf einmal. Okay, mache ich folgendes. Ich werde versuchen... Genau. Eiswelle, die mich mal wieder blendet hier. Die beiden 10 Krokodile mal hier. Ich glaube, die Funktion schalte ich ab. Das nennt sich HDR. Das ist nervend. Ich glaube, da seid ihr auch dafür. Würde ich mal sagen, oder? Okay. Eine Feuernessel. Dann werde ich mal speichern. Ja, und von hier aus sehen wir natürlich den Leolipardos. Leolipardos, den kräftigen. So. Der ist auf der anderen Seite des Ufers. Da könnten wir doch eventuell das Wasser nutzen. Wenn er denn rüberkommt.
Na? Hab ich nicht getroffen. Das ist doch nicht zu fassen, ne? Aber trotzdem könnte es klappen. Supi. Okay. Aus dem Wasser mal hier. Noch ein zähes Krokodil und noch eine giftige Wildwespe oder giftige Wildwespe. Zack, kaputt, Nick. Und wo ist der reingefallen? Oder wo ist sie? Ach, da hinten. Okay. Aha, na super geil. Na los, ganz langsam schwimmen bitte, ganz langsam. Wunderbar. Okidoki, speichern wir mal ab. Und dann achten wir mal drauf, dass wir hier nichts Gefährliches in der Nähe haben. Hier hat es nichts Gefährliches. Gut. Okay, dann machen wir das gleiche hier mit dem auf der anderen Seite. Genau. Kopfschütteln bringt dir nichts. Und da hinten ist noch so ein zähes Krokodil. Aha. Okay, dann suche ich mal hier den Bereich ab für eventuelle Loot. Loot, genau, richtig. Okay. Okay, kein Loot. Gut hier, doch. Eine Heilpflanze. Auch toll. Gut, okay. Dann hatten wir hier noch, glaube ich, genau, noch ein zähes Krokogatodil. Mal gucken, vielleicht haben wir ja schon die Reichweite. Ja, haben wir schon sogar. Wunderbar. So macht man das. Ich hätte die anderen auf der anderen Seite auch hier rüber locken sollen. Aber wie schon gesagt, man wächst mit seinen Aufgaben. So, was haben wir denn noch hier in der Nähe? Nüscht. Okay, dann werden wir mal hier rüber jumpen und gucken, was hier noch versteckt ist. Vielleicht ein paar Tränke oder sowas. Das wäre cool. Aber nur Kräuterkrams. Nur Beikraut. Upsi Daisy. Komm raus hier. Sodele. Dann werden wir mal hier ab hier mal abspeichern. So hat ein bisschen gedauert, weil ich ja noch was essen musste. Und die Nottränke, die ich habe, noch nicht anbrauchen will. So, also, mal gucken, was wir hier alles haben. Was ist denn das hier für ein Felsvorsprung? Komme ich da hoch? Nope, noch nicht so ganz. Okay. Hier dürfte, glaube ich, nichts sein. So, was hat mein Auge denn erblinzelt hier jetzt auf der rechten Seite? Und zwar diese Höhle hier. Ja, ich hab's gesehen. Okay, speichern wir mal ab. Und dann gucken wir mal nach, wie spät wir es haben. 1958. Hä? Schon so spät, ja toll. Ich habe fast das Gefühl, dass bei Höhlen hier, gerade in diesem Bereich, mir so viele Schattenläufer eventuell entgegenkommen könnten. Aber trotzdem werde ich mal schleichen. Da ist auch einer, glaube ich, ne? Nee, der schläft nicht. Der ist wach. Psst. Da ist er, da ist er. Na? Na? Willst du nicht? Guck, guck, hier bin ich. Ja. Ist der blind? Okay, komm. Jetzt. Mann. Meine Pranken pranken mich. Okay, gut.
Und eine Brücke hat es hier. Da muss ich mal wieder was futtern. Und abgespeichert habe ich. Ja, und wo es weitergeht, dann werden wir das in der nächsten Folge sehen, nicht wahr, liebe Freunde? Also macht es gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und immer schön die Videobeschreibung lesen. Ne? Nicht vergessen, da gibt es noch sehr viele Informationen. Also bis dann, macht's gut, tschüss.